Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei der Junk-Ausgabe von A Games of Dwarf und machen uns daran, den Fehler von der letzten Mal zu beheben. Und zwar sind wir hier gestorben. Das ist zwar nicht gut. So, dafür haben wir jetzt ein bisschen Plan, wo wir jetzt hin müssen. Wissen, dass wir hier nicht zu weit graben sollten erstmal. Das lassen wir dann so. Dafür können wir hier ruhig ein bisschen weitergehen. Nach unten wollte ich ja. So, weiter graben hier. Genau, einmal nach oben. Dann könnt ihr hier das ausgraben. Das gleiche gilt auch für hier drüben. So, einmal tiefer gehen und dann wieder nach oben. So, da haben sie ein bisschen was Zeit zum Graben. Hier setzt man dann auch gleich ein bisschen Licht in die ganze Sache rein. Einmal da und einmal da. So. Des Weiteren wollen wir ja unseren lustigen Thronsaal verschieben. So, dann können wir das ein bisschen freigraben. Und wir brauchen ganz dringend Truhen, weil Eisen, sieht man hier unten, ist nicht Steine, ist schon am Anschlag. Da werden wir gleich noch mal eine Truhe gebaut kriegen, und zwar diese hier. Einfach um dieses Volumen zu erhöhen. So, des Weiteren brauchen wir dringend einen größeren Schlafsaal. Da. Und der Schlafsaal ist auch ein bisschen zu düster. Also Licht machen. Licht. Halt nicht das da, sondern dieses Licht machen. So, alles klar. Und hier drüben auch nochmal Licht. So, viele arbeiten. Das ist der Vorteil, wenn man doch mal stirbt, dann hat ein bisschen Vorlauf. Man weiß schon, was passiert. So, genau, hier ist es auch noch ein bisschen zu dunkel. Gehen wir nämlich hier mal kurz ran. Und da, das Gold lassen wir noch da, wo es ist. Wir wissen, dass wir hier auch eigentlich relativ gefahrlos rangehen können. Aber da warten wir erstmal, bis die soweit sind. So. Der baut die Truhe fertig. Das ist doch auch toll. Alles klar. So, und was auch anliegt, wir müssen hier noch eine weitere Reihe ranziehen, damit wir an denen da auch noch rankommen. Halt, so da weg. So, und jetzt können wir unseren Pipettierstab nehmen hier. Dafür pipettieren wir mal kurz das hier. Und wir pipettieren mal hier unser Gemüse. Ja. Und vervielfältigen das auch mal ein bisschen. So, da haben wir unser Gemüse. Der Stein wächst. Das ist doch alles toll. So, unser Forscher, naja, der könnte ein bisschen besser arbeiten. Wo sind... So, jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen auch schnell Vorlauf lassen. Jetzt müssen wir sehen, dass das erstmal alles abgearbeitet wird. Sollte auch mal die Nahrung im Blick behalten. Ne? Die schwankt so bei 3,6 rum. 3,5,7, naja. Ich hoffe mal, mit den neuen Pflanzen wird das dann schnell ein bisschen mehr werden. So, da wird fleißig gegraben. Okay. Dann können wir jetzt gleich mal die Pause rausnehmen, weil jetzt können wir nämlich in die Fraktion reingehen, und zwar die Betten duplizieren. Genau, einmal so rum. Einmal so rum. Weil wir haben doch eine relativ viele Zwerge. Die brauchen alle ein Heidi-Bettchen. Und das sollten wir auch damit erstmal hinbekommen. So, des Weiteren soll ja, wie in der letzten Folge, wollen wir auch sehen, dass wir hier drüben den Thronsaal reinmachen. Nur pflastern wir mal das Ganze mit Steinen. Von der Hammer nicht mehr. So. So, Steine verbraucht. Alles super. Und den Thron, den Thron werden wir auch schon mal verlegen. Und zwar nach da. So, an der nächsten Stelle hier drüben werden wir auch gleich mal sehen, ob wir noch eine Truhe bauen. Weil das erhöht das Inventar, und das brauchen wir dringend, damit wir über die 1000 kommen. So. Alles Paletti, würde ich schon mal meinen. Alle Aufgaben verteilt, alle am Graben. Und wir beschleunigen. Wo ist das? Hallo? Da. Warp. So. Während der Beschleunigung können wir hier kurz nochmal reingehen. Das bremst das zwar, weil wir automatisch Pause haben. Aber wir können hier mal und da mal für Licht sorgen. Achso, Beschleunigung wollten wir ja. Und wir können dann den Quatsch hier drüben auch verkaufen. Ja, brauchen wir nicht. So, die Ecke begradigen wir auch mal. Betten werden gebaut. Und das wird fleißig rausgehackt.
auch. Super. Okay. Jetzt machen wir nochmal Normalgeschwindigkeit, weil wenn ich das hier sehe, sollten wir auf alle Fälle das hier rausnehmen. Und den Thronsaal vielleicht nochmal eine Nummer größer machen. Kurz nach unten gehen hier. Einmal da. Und einmal da dort. Ah, vielleicht sollten wir auch. Ah, machen wir das hoch, so damit gleichmäßig wird. Obwohl, nee, machen wir noch nicht. Wir werden da vorher erstmal was anderes machen müssen, nämlich. So, dass da einer rankommt und dass es graben kann. Okay, die gehen die Sache schon mal professionell an. Die graben das frei. Hier haben wir auch fast Platz geschaffen. Ja. Wenn er mit der Truhe fertig ist, haben wir dann 1150. Das reicht. Jetzt müssen wir bloß sehen, ob wir das Gold zusammenkriegen. So, dafür lassen wir den da unten mal das Gold raushacken. Zu verkaufen haben wir auch bloß Steine. Das ist auch nicht so super. Sobald wir mehr Personal haben, sollten wir auch den Forscher mal ein bisschen besser ausstatten. So. Meine Idee ist jetzt hier, einen kleinen Abgang zu machen. Einen Gang nach unten. So. Und zwar in voller Breite. Und da unten noch ein bisschen den Trainingsräumlichkeiten dann schaffen. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache, aber das auf höchstem Niveau. Quatsch auf höchstem Niveau. Ja, das ist auch noch mehr Quatsch. Ah ja. So sieht das super aus. Wo ist denn eigentlich unser anderer? Der hackt sich da durch. Das ist toll. Forschungspunkt sollte sich, wobei es wie es aussieht, wohl auch weitergeben. So. Thronsaal. Sollten wir dann mal sehen, ob wir den weiter geschmückt bekommen. Pipette. Genau. Einmal hier. So. Vielleicht sollten wir das ganze Stückchen rücken hier. So, mal da. Da ist ja nicht ganz auf Abgrund da. Und wir können das Ganze auch schon mal ein bisschen mit passender Wand versehen. Jede dieser Wände bringt ja uns ja auch wieder gewisse positive Stimmung für die Zwerge. Die ja momentan doch ein bisschen angekratzt ist. So, das Eisen baue ich jetzt mal zu, weil alles rausholen würde heißen, wir hätten ja irgendwann nur noch Schweizer Käse, überall Löcher, aber nichts fertig. So, und wir versuchen das Ganze mal mit Bildern ein bisschen aufzuhellen hier. So, haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Die Laune wächst minimal. Genau, hier haben wir unseren Schlafraum. Den können wir vielleicht auch ein bisschen gestalten mit Fußboden aus Holz. Ich weiß, das ist ein bisschen schade. Die Varianten an Deko ist ein bisschen geschränkt. Man hat sozusagen nicht so viel wirkliche Holzfußböden. Man muss einfach nehmen, dass das da ist. So, hier wird der nach da abgerissen. Ich möchte nämlich auch den Tisch ein bisschen versetzen. Und zwar eher hier so hin, weil dann können sie besser drum rumlaufen. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, so großer Quatsch. Wir packen die einfach mal da hin. So, dann können wir hier an der Reihe noch ein bisschen Deko machen, so Stühle. Es hat sich gesteigert, genau. Einer Forschungspunkt, wir machen das gleich wie beim letzten Mal. Wir machen die Trainingspuppen. Das wissen wir jetzt auch, dass wir die dringend brauchen. Wo platzieren wir die momentan? Genau, gehen wir mal hier hin. Zurück da. Ausbildung, Militär. Trainingspuppen. Und zwar setzen wir die einfach mal spontan dahin. Da können sie ein bisschen was trainieren, wenigstens. Damit unsere Soldaten ein bisschen nach oben kommen. Weil wir haben gesehen, da sind ja Hacker-Goblins, die sind übel. Level 14 waren die. Die haben uns so tierisch den Arsch aufgerissen. Das glaubt man gar nicht. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken. So, Betten sind genug da, denke ich mal. Die Laune kommt auch langsam ins Positive. Meine Idee ist nämlich die, dass wir hier auch ein bisschen so Sitzmöbel machen, weil die haben eigentlich kaum verbaut, eigentlich gesagt. Oh, ein paar schicke Sitzmöbel hier. Ja, vielleicht sollten wir die Sitzmöbel nicht gerade auf unser Goldlager stellen hier. Packen wir da mal hin. Also, der trainiert jetzt, das ist super. Das sollten wir auf jeden Fall rausnehmen. So. Da haben wir schon wieder den Platz, weil es ist doch ein bisschen duster hier. Hier nochmal eine Fackel zu setzen. Nutzen wir mal gleich die Chance und Gelegenheit. So, Fackeln gesetzt.
Und tata, gleich wird es heller. So, wir sind noch minimal jetzt im Positiven. Das ist ja schon fast Grund zum Feiern. So. Wie geht's hier weiter, Jungs? Kümmert sich hier nochmal einer? Okay, wo sind unsere Bauzwerge? Okay, der hackt das hier hinten frei. Das ist okay. Machen wir hier draußen eine kleine Trainingskammer. Dann ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So, die Soldaten trainieren. Der ist jetzt schon Level 4 und die da hinten Level 4 und 3. Naja. Ist ja wenigstens auch mal was. So, auch hier gehen wir mal weiter. Das andere, was wir wissen, wo was nicht so weiter wild ist, ist ja das, was hier drüben wartet. Da ist ja bloß ein Kobold drin. Ein Gnom, besser gesagt. Den werden wir gleich mal ein bisschen besuchen und aufs Dach steigen. So. Die geht wieder schon pennen. Wir brauchen dringend weitere Forschungspunkte, damit wir vorankommen. So. Und wir müssen definitiv das Gold hier rausholen. Auch wenn der da nicht im Just ist. So. Wir wissen, dass da noch Gold ist. Und eigentlich wissen wir indirekt, dass auch da Gold ist. Genau. So. Nehmen wir mal eine Leiter, damit die im Notfall auch von alleine hochkommen, wenn wir die nicht, wenn wir die vergessen, sind die immer wieder sofort tot. Das ist auch Kacke. Oh. Oh. Können die von alleine nicht aufsteigen? Oh. Das heißt, wir können dann hier einmal so einen Block reinsetzen, ja. Nicht genug Holz, ist schlecht. Das werden wir dann noch irgendwie noch zumachen. Wenn wir genug Holz da haben. So. Wir sind leicht plus, aber noch nicht plussig genug, würde ich sagen. So. Wie machen wir weiter? Ah ja. Hier haben wir unseren Trainingsraum. Den können wir theoretisch auch nochmal gestalten, indem wir da ein bisschen Holzfußboden machen, weil der... Obwohl Holz haben wir nicht so viel. Nehmen wir lieber mal Steinfußboden, weil da haben wir mehr davon. Oh, ich weiß, dass da Gold war, aber... Naja, ich weiß, das brauchen wir. Wir brauchen das dämliche Gold, leider. Also hier auch raushacken, Jungs. Dürfen bloß aufpassen, dass wir nicht die Kobolde wecken. Das wäre eine ganz doofe Idee, die Kobolde jetzt schon wieder freizulassen. So, Holz. Ah, Holz wächst jetzt, haben wir schon 75. Ja, ich denke mal, die Holzpflanzen sind eigentlich soweit auch ganz okay angebracht. Viel mehr würde auch gar nicht Sinn machen. So, ja, leider sieht man jetzt nicht, wie weit der mit der Forschung ist, während der hier essen geht. Essen 370, ja, das steigt ja auch langsam, aber leider nur sehr langsam. Vielleicht auch nicht so das Optimum, vielleicht sollen wir mal gucken, ob wir noch was ändern können. Wir haben ja noch die lustigen Zitronenbaum. So, Zitronenbaum. Okay, da wird weiter trainiert. Vielleicht sollte man den auch klonen hier. Damit habe ich den mal kurz geklont, weil wir haben ja drei Soldaten. Da können die gleich parallel trainieren. Unser Forscher forscht. Und mal gucken, was das so weiterbringt. So. Holz. Was mich aber interessieren würde, ist, wenn wir jetzt sowas machen hier, wir haben ja die Möglichkeit, so Brücken zu bauen hier an der Stelle. Wenn ich jetzt hier die Brücke nehmen würde, kann ich denn da eigentlich dann... So, da kann ich so platzieren, aber kann ich da Fußboden drüber machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann ich da früher Fußboden legen? Nein, eben nicht. Das ist halt das Schlechte. Bei den Blöcken, wenn wir die Blöcke hier reinsetzen, hat das nicht... Nein, nicht den Zwerg, sondern die Leiter, wo die loswerden. Der jetzt genau da reinfällt. Was bist du denn für ein polnischer Kasper? Bavna. Du Bavna. Ja, Bavna soll's da heißen, Else. Okay, Holz wächst. Gold ist auch schon wieder kräftig gewachsen. So. Die machen sich gleich daran zu hacken. Da kriegen die gleich unsere Daten noch gleich ein bisschen was zu tun. Oh, genau. Und hier können wir mal gucken, dass wir hier die Räumlichkeiten gestalten. Nur hier mal die Wand.
Ist ja der Schlafsaal, da kann man das wenigstens in die Richtung machen hier. So. Oh, einmal Schlafsaal für alle, ja. So, dann werden wir den Fußboden auch gleich mal ein bisschen vorziehen, ja. So. Dann haben wir den Schlafsaal auch ein bisschen gestaltet. Haben wir noch ein bisschen da, was da? Würde ich mal gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen dekorativ was ans Ende setzen, ja. So, das kostet alles mehr Geld. Aber immer hier sowas hier. So. Es ist wieder halt ganz hart knapp an der Grenze, die bei Laune zu halten. Oh, 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 wo hatten wir gerade einen Erfahrungspunkt? So, okay, da müsste jetzt noch einer hinkommen, den da raushacken. Weil dann könnten wir dann endlich auch die Sache da beenden. So, der Zwerg fällt hier nach unten. Ah, das haben wir freigeschalten. Das wir gehen mal gleich nochmal an hier. Da kriegen unsere kleinen Militärzwerge noch was zu tun hier. Hier haben wir noch einen Forschungspunkt. Super. Ein Gnome Level 2, das sollte schaffbar sein. Und dann geht hier militärische Spezialisierung rein. Aber wir sollen vielleicht das hier machen, ein bisschen mehr Licht. Das könnte nicht schaden. Dann wird die Lichtausbeute ein bisschen größer. Unsere Freunde sind nicht so manisch depressiv. So. Des Weiteren graben wir das hier noch ein bisschen aus. Lass mal da. So wie wir es beim letzten Mal ja auch angefangen hatten. Und hätten dann hier noch eine weitere Räumlichkeit. Vielleicht können wir dann da das Labor oder keine Ahnung, vielleicht hier das Labor. Wer weiß das schon. Was da reinkommt oder nicht, das werden wir leider heute nicht mehr erfahren. Weil ich werde jetzt noch kurz ein bisschen dafür sorgen, dass unser Freund da in Sicherheit kommt. Und dann machen wir nämlich den Sack für heute nämlich schon wieder zu. Unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum bei Games of Dwarf. Und diesmal ohne zu sterben, wie gestern. Also ist doch schon alleine schon mal eine Verbesserung und damit deutlich erfolgreicher. Sollten wir feiern und, tja, und das werden wir tun, weil es Wochenende. Unsere Zwerge machen übers Wochenende wieder mal Pause, weil Sabbat und so. Wir schauen dann mal an, was wir dann sonst so treiben können. Es gibt hier noch andere nette Videoprojekte dazu. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben unten in die Kommentare, ob ihr diese Fails wie gestern überhaupt sehen wollt. Schreibt mal rein in die Kommentare, ob das okay ist. Alles sehen, alle Fails, alle Versuche. Oder einfach nur the best line. Ich hätte damit kein Problem. Müsst ihr wissen und entscheiden. Ich freue mich mal auf eure Antworten. So, worauf ich mich jetzt noch freue, ist das hier. Ihr habt es geschafft. Ihr seid wieder mal auf meiner Endcard angekommen. Gleich habt ihr das Ganze hinter euch. Und in dem jetzigen Video präsentiere ich euch mal eine andere Empfehlung. Und zwar, aktuell läuft ja noch ein richtiges Let's Play. Und zwar spielen wir der XCOM's Animal Unknown. Genau, XCOM Animal Unknown als Let's Play. Wir verteidigen die Erde, sind ja schon relativ weit, haben schon eine Basis aufgebaut, in der Main Quest ein bisschen gefolgt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wen es interessiert. Das Ganze gibt es schön als Playlist auf meinem Kanal. Ich werde das hier nochmal verlinken. Und hoffe, ich kann euch da begrüßen. So, alle Neuankömmliche hier würde ich auch gerne begrüßen, dass Sie den YouTube-Button drücken. Damit abonnieren Sie den Kanal. Das hilft mir besonders viel weiter, weil dann verbreitet sich das ganze Zeug noch weiter. Das gleiche gilt auch für die ganzen QR-Codes hier auf Facebook, Twitter, Scannen, Followern. Bringt auch Punkte weiter. Kriegt ihr mal ein paar News-Erfahrungen sozusagen ringsrum um den Kanal und wenn mal Videos ausfallen. So, sonst hätte ich mal noch den Rest einfach auf Google Plus auch. Den Rest unten in der Videobeschreibung. Kennt ihr da das ganze Spielchen langsam? Ich freue mich jedenfalls mal, euch da auch überall begrüßen können. Könnt ihr gerne das Video favorisieren, Daumen nach oben und liken, was auch immer. Was alles sowas hilft mir weiter. So, das war's jetzt. Ich freue mich mal über eure Mithilfe, denn ich bin Mac Kurago und sag Servus und Ade.